So, herzlich willkommen zu einem neuen Assassin's Creed Part. Wir müssen heimlich ins Gebiet hier eindringen. Nehmen wir doch einfach mal hier die netten Frauen mit. Ist, denke ich mal, einer der simpelsten Sachen, die man mal machen kann. Um unentdeckt zu bleiben. Töten dürfen wir ja auch niemanden. Noch grob 100 Meter. Ich hoffe, dass das hier grob mit den Tänzerinnen klappt. Sonst muss ich hier gerade oder gleich auch noch mein Hüftbeinchen schwingen. Naja, mal sehen. Oh, die eine fängt schon an zu singen. Sehr schön. Wo sind denn die anderen beiden hin? Na gut, sind wir halt nur noch zu zweit. Alt, so weit ist es ja nicht mehr. Jetzt sind wir nur noch... Nee, immer noch zu zweit. Sehr schön, das ist doch schon Süleman. Sollten wir doch wohl ohne Probleme einfach so hinkommen. Die nehme ich dann auch nochmal mit. Sicher, sicher. An Geld schadet es uns ja trotzdem nicht. Hä? Warum hat er sich gerade so komisch über den Teppich gebeugt? Naja, soll mir jetzt auch relativ sein. So, Süleman. Unentdeckt reden. Tadik war kein Verräter, Süleman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Ja, leider. Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Das stimmt, aber... Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. So zeichnet man sich halt aus. Durch gute oder böse Taten. Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman, Süleyman, man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Ah, sehr schön. Marcello. Gut abgedeckt. Wir haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Ja, das will ich. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Oh, oh, ich denke mal, es wird sich alles noch ein bisschen überschlagen. Der letzte Blick hat es... Oh, jetzt hier auch wieder den scheiß Palast Abgemacht. Geht vor. Unversehrt verlassen. Auch nicht so einfach. Von diesen Ziffern, den sieht man jetzt aber auf den Straßen. Sind sie in Überzahl. Andererseits sind sie für das... Ah, gut. Pro Wache decken die dann immer einen ab, oder was? Tanzen die jetzt für die? Nehmen die mit? Okay. Ja, ich will doch aus dem Gebiet fliehen, Mensch. So. Dann übernehmt mal zwei ihn hier. Der Kerl dort kommt mir bekannt vor. Und jetzt laufe ich einfach kurz weg. Oh Gott, was mache ich jetzt? So, niemanden habe ich getötet. Das dürfte denn jetzt eigentlich gut gewesen sein. Ja, 100% synchronisiert. Ist so optimal.
Viel besser geht's ja noch gar nicht mehr. So. Dann gehen wir jetzt auch nochmal in die andere Richtung. Richtung des Schiffes. So. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon wieder ganz vergessen, dass Tarik unschuldig war. War es gerade auch wieder mein Player kurz ausgegangen. So, 65 Meter. Ich hoffe, ich kriege hier so ein richtig schönes Schiff und nicht irgend so ein Klapperding. So, hier noch kurz rüber. Oh Gott, Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Wo soll ich hier jetzt am besten hin? Ne, 14. Hier drunter. Da! Oh, Quatsch! Der Liebe hier. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch. Lange haben wir ihn nicht mehr gesehen, den lieben Yusuf. Die schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht. Ach, Quatsch. Es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Oh, Segel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios tot. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Niemanden mit Klingen töten. Ben, ich weiß, was du tust. Die Spannung ist greifbar. Dann werde ich allgemein einfach mal niemanden töten. Und favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Oh, ein sie Gentleman. Eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. So, mal gucken. Was muss ich jetzt genau machen? Bombe am Sockel des großen Sperrkette anbringen. Alles klar. Da oben. Oh. Nee, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her. Au! Och Gott, das hätte mir doch schon mal einer sagen können. Ja, dass das Sperrgebiet ist, ist mir bewusst. Gucken, ob ich hier irgendwie auch von der anderen Seite herankomme. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht der Fall sein wird. Oder... Oh, ich kann hier leider gerade nicht ganz hoch gucken. So, komm, hoch, geh doch. Ach Mensch. Musst du nur kurz aus dem Wasser dich leicht einmal hoch strecken. Viel mehr musst du doch gar nicht tun. Naja, wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann muss ich jetzt schnellstmöglich wieder zum Rand. Und, wie schon gesagt, natürlich niemanden töten. So. Schon mal an den ersten meinen Wachen vorbei. So. So. Oh, 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 oh. Hier lang. Was ist denn mit denen los? Warum folgen die mir denn? Machen die es etwa mit Absicht? Ne, jetzt nicht mehr. Ist irgendwo auch schon wieder eine Wache. Und jetzt einfach schnell hoch. Schnell! Schnell! Mensch! Dürfen wir nicht hinterherkommen. Beeil dich doch. Und top. Und. Na. Wo ist der letztendliche Punkt? Wo man ihn aufklettern kann? Oder ist der scheinbar nirgendwo? Ich weiß es nicht. Ich kann hier nichts machen.
Ich muss hier doch hoch, oder nicht? Ne, zeigt mir nicht so 6 Meter runter. Kann ich die Bombe hier denn werfen? Wo ist denn dieses dicke Ding? Ja, nee, das ist klar. Hakenklinge, Giftklinge. Nee, ganz normal. So. Blutbombe. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich bin hier jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil ich nicht weiß, wie ich hochkommen soll. Oder hätte ich irgendwie in den Turm hineingemusst? Aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. So. Mal gucken. Doch, hier unten. Hier unten scheint echt eine Tür zu sein. B interagieren. Schnell ran da. Habe ich es auch noch halbwegs richtig hinbekommen. So, was passiert jetzt? Bricht jetzt der ganze Turm ineinander ein? Oh Gott, ach Quatsch. Ja, es wird natürlich Aufsehen erregen. Das ist ja natürlich ganz logisch. Hier jetzt Action pur. Ach, darf ich jetzt? Ja, jetzt darf ich sie wenigstens eliminieren. So, komm. Ey! Dankeschön. Niemand mit der Klinge töten. Och, komm. Ich soll alle töten, aber nicht mit der Klinge. Ihr seid immer so... Ach. So witzlos, das Spiel, eigentlich. So. Top, ganz nach hinten. Passt das? Komme ich da hin? Also diese Feuertextur hier direkt an der Waffe ist ja auch der Hit, oder? Ist auch nicht schlecht. Was soll ich, wie soll ich da hinten jetzt rankommen? Kann mir das mal einer sagen? Oder was ist jetzt hier los? Weil ich komme da hinten ja nicht ran. Er kann es knicken. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Er ist schon wieder mehr oder weniger ein Unding. Hoch, 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 Mensch, Ezio. Doch, jetzt habe ich's. Und ihn noch. Nur ganz, 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 ganz schnell muss ich mich beeilen. Oder wie hoch muss ich dann zielen? So, sehr schön. Geht doch. So, 4 von 7 Schiffe. Das brennt doch, Mensch. Wo kommt hier denn noch irgendwas her? Gibt's doch gar nichts mehr. Oder ist das hier etwa nicht am Brennen? Doch jetzt. Komm, jetzt zeig mir noch die 6 von 7 an. Nee, jetzt müsste doch alles geklappt haben. Meine ich doch. Oh, auch noch ganz schön knapp. Ich habe da auch noch eine Kugel angerast. Mensch, 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 Mensch. Jetzt überschlägt sich hier aber alles. Kann ich hier den Part natürlich noch nicht beenden. Das wäre ja Quatsch. Ja gut. Den richtigen Weg gehe ich immerhin schon mal. Ich denke mal, von der Actionlastigkeit her ist das bestimmt gerade mit Abstand der geilste Moment, Part, wie auch immer.
Boah. Jetzt geht's hier aber los. Oh, so sieht gerade aber auch alles echt nicht schlecht aus. Muss man der Ubisoft echt mal lassen. Was macht er jetzt? Und hopp. Und einfach laufen, 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 laufen und springen. Das war nicht gerade sehr, sehr gut. Doch klar. Subtiler geht's doch gar nicht. Verzeiht die Verspätung. Viel besser geht es doch gar nicht. Und nun haben wir den halben Hafen in Brand gesteckt. Mensch. Gibt's doch nicht. Jo, volle Synchronisation gescheitert, klar, logisch. Also bin ich jetzt in Zukunft ein wenig vorsichtiger, was die Aufgabenstellung angeht. Sequenz 6 beendet. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal.